Hallo, mein lieber Steinbock, und auch hallo an alle anderen, die eingeschaltet haben. Ich hoffe, euch geht es allen gut. Heute schauen wir uns die Karten an für den Monat August, lieber Steinbock. Wir schauen uns an dein Hauptthema, was auf dich zukommt, also mit was du rechnen musst im August, der Rat der Karten, auf was du Acht geben musst und wie immer dein persönlicher blinder Fleck. Das heißt, was ist dir im Monat August nicht bewusst? Ganz wichtig, lieber Steinbock, das ist nur eine allgemeine Legung. Das heißt, das kann nicht für alle passen. Das ist auch völlig in Ordnung. Nimm wirklich nur die Botschaften, die für dich sind. Und die Botschaften, die nicht für dich sind, lässt du einfach sein. So, bist du bereit? Fangen wir doch an. Hauptthema Steinbock, bitte. Hauptthema Steinbock hat schon ein gutes Gefühl, muss ich dir ehrlich sagen. So ein bisschen energetisch, so wie Neuanfang. Aber mal schauen. Steinbock, August bitte, Hauptthema, Steinbock. Ja, du schreitest voran. Zielstrebigkeit nehme ich wahr, ganz stark. Also ich habe wirklich das Gefühl, im August werden viele von euch die Zügel so richtig in die Hand nehmen. Das heißt, ihr werdet euch von alten Bekanntschaften verabschieden, die euch nicht mehr gut getan haben, nämlich ganz stark wahr. Und auch von alten Arbeitsstellen. Also wenn euch wirklich etwas nicht gepasst hat, macht ihr hier jetzt, blöd gesagt, kurzen Prozess. Nämlich ganz stark wahr. Also ihr analysiert, seid sehr logisch, kopforientiert und schreitet voran. Ihr überlegt auch immer, pro, contra. Und das Gleiche auch in der Liebe sehe ich. Also ihr schreitet wirklich voran, ihr möchtet nichts mehr wischiwaschi oder was auch immer, sondern wirklich nur noch klare Worte möchtet ihr sprechen. Nehme ich ganz stark wahr. Kann natürlich auch sein, was ich auch wahrnehme für andere, dass ihr es vielleicht mit einem Luftzeichen zu tun habt und dass jemand auf euch zukommt, mit euch sprechen möchte. Ihr bekommt eine Nachricht und das ist ein bisschen das Hauptthema. Natürlich nicht für alle. Aber kann wirklich sein, wenn ihr es mit einem Luftzeichen zu tun habt, dass hier etwas auf euch zukommt. Was ich auch wahrnehme, sind Allgemeingespräche. Vielleicht ein bisschen harsche Gespräche, Klartext wird gesprochen. Ja, man möchte sich aussprechen. Jetzt egal, in welchem Bereich dein Thema ist. Schauen wir mal, was wir unter dem Deck haben. Oh, 6 der Münzen. Thema geben und nehmen. Ist das bei dir in der Balance geben und nehmen, falls du in einer Beziehung bist oder jemanden kennengelernt hast? Das kann auch ein Thema sein, geben und nehmen. Gebe ich etwas, dann forderst du auch etwas zurück, habe ich das Gefühl. Und ich habe auch das Gefühl, du wurdest sehr ausgenutzt in der Vergangenheit, nehme ich ganz stark wahr. Natürlich jetzt nicht alle, aber viele von euch wurden auch finanziell ausgenutzt und jetzt ist Schluss damit. Ihr möchtet die Balance, ihr möchtet nicht nur immer geben, ihr möchtet auch erhalten. Und ich habe das Gefühl, also die Energie ist gut, ihr bekommt das auch, dieses Gleichgewicht zwischen Geben und Nehmen, weil ihr eben zielstrebig seid. Also wirklich schön. Schauen wir aber mal mit den kleinen Karten. Warum König der Schwerter? Ah, jetzt der König, ich dachte vorher, das sei der Ritter. Aber erinnert mich ein bisschen auch an den Ritter, so ein bisschen eine Mischung, König und Ritter. Ja, aber zielstrebig, unglaublich. Du musst einfach aufpassen, lieber Steinbock, dass du nicht zu kopflastig wirst im August. Du könntest eventuell die Neigung dazu haben. Aber schauen wir mal weiter. Ja, du willst endlich, ja, siehst du, 5. Schwerter und 6. Schwerter. Ich hoffe, du siehst es. Du willst endlich das Alte hinter dir lassen. Ich glaube, das machst du auch. Du willst dieser Betrug, Menschen, die lügen, Menschen, die nicht ehrlich sind oder dich ausnutzen wollen, sagst du ciao, nein, danke und du ziehst weiter. Du gehst nach vorne. Und auch sehr pragmatisch habe ich das Gefühl, machst du das. Und hier mit 9 der Stäbe, du bist nicht ganz verschlossen, du bist schon grundsätzlich offen für Neues, aber, großes Aber,
du bist vorsichtig, du hast aus der Vergangenheit gelernt, nämlich ganz stark war, jetzt egal ob im Beruf oder in der Liebe. Ich habe das Gefühl, einige von euch wurden vielleicht mehr im beruflichen Bereich ausgenutzt oder Liebe oder ihr dachtet, das seien Freunde und dabei waren das gar keine Freunde. Die haben euch schamlos ausgenutzt. Also ausnutzen nehme ich ganz stark wahr und das lasst ihr wirklich hinter euch. Ihr möchtet das nicht mehr. Und ich habe auch das Gefühl, ihr macht wirklich einen Schlussstrich hier im August. Aber schauen wir mal weiter. Mit was musst du rechnen, lieber Steinbock? Was kommt respektiv könnte, Zeit ist ja fließend, auf dich zukommen? August, bitte, Steinbock. August, bitte, was kommt auf den Steinbock zu? Oh, die Liebe, schön, the lovers. Schauen wir weiter. Ritter der Kelche, ein Wasserzeichen, Wasserenergie. Nehmen wir noch eine. Oh, schön. Ui, ja. Die Herrscherin. Also wirklich August. Ihr erhebt euch, habe ich das Gefühl. Ihr taut so richtig auf. Ich habe das Gefühl, im Juli hat es schon begonnen oder vielleicht Juni sogar schon. Aber Juli ist August, ihr erhebt euch extrem. Ja, Königin der Kelche. Ganz schön. Ihr hört auf euer Gefühl. Ich habe auch stark das Gefühl, ihr seid schon nicht nur kopflastig, wie ich zuerst gedacht habe. Ihr hört auf euch. Ihr hört auf eure Intuition. Ihr analysiert, aber ihr geht auch in euch hinein und versucht auch zu spüren, ob das das Richtige ist. Sei das eine Person oder eine Situation. Was ich aber auch sehe, ist stark Wasserenergie, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Könnte entweder im Wasserzeichen sein oder Stier sehe ich und Zwilling sehe ich auch. Aber fokussiere dich wirklich nicht auf das Sternzeichen, sondern das ist immer nur die Energie. Wirklich starke Gefühle sind hier. Ich habe das Gefühl, falls du dich beruflich umschulen möchtest, bekommst du wirklich ein bisschen das Feuer zurück. Vielleicht findest du sogar deine Berufung oder dir wird klar, was du willst. Weil die Liebenden, auch eine Entscheidung, die du aus dem Herzen treffen kannst, die dir leicht fällt. Im August fällt dir alles leicht, weil du bist auch bei klarem Verstand, habe ich das Gefühl, lieber Steinbock. Vielleicht warst du in vorherigen Monaten etwas blockiert, aber jetzt kannst du so richtig loslassen. Du kannst dich voll dem hingeben, was dich bereichert. Und das kann wirklich entweder ein Hobby, ein Beruf sein für einige, sehe ich. Kann auch im künstlerischen Bereich sein, muss nicht. Oder ihr habt wirklich jemanden kennengelernt. Falls nicht, könnte es sein, dass jemand auf euch zukommt. Ein Wasserzeichen, sehe ich. Jemand, der wirklich auch emotional ist und auch Gefühle hat, sehe ich auch. Die Liebenden. Aber schauen wir noch genauer hier rein. Warum die Liebenden im August? Das ist schön. Und falls ihr in einer Beziehung seid, kann es wirklich sein, dass es noch ein bisschen aufflammt, wieder diese Leidenschaft kommt, was in der letzten Zeit etwas, ja, vielleicht im Trott versunken war, die Beziehung. Oder ein bisschen langweilig, sage ich jetzt, blöd gesagt. Aber du weißt, was ich meine. Dass es ein bisschen wieder leidenschaftlich wird, schön wird. Aber schauen wir mal, warum die Liebenden. Warum die Liebenden. Ja, Erdenergie und wieder Wasserenergie. Schon wieder die Herrscherin. Du weißt, es lohnt sich. Ich habe ganz stark das Gefühl, dir ist wirklich bewusst geworden, welchen Weg du gehen musst. Oder es wird dir, wenn du sagst, es ist mir nicht bewusst, dann wird es dir bewusst. Und du weißt aber, dass es Zeit braucht. Es braucht Geduld, aber es lohnt sich. Was ich auch reinbekomme, ist, dass vielleicht einige von euch sogar im August schwanger werden. Also wenn ihr vorhabt, schwanger zu werden, August, extrem guter Monat dafür, muss ich euch sagen. Seid ihr extrem energetisch
gut gestellt, nehme ich wahr. Falls ihr das möchtet, natürlich. Aber was haben wir hier? Bube der Münzen und König der Kelche. Ja, da sind Gefühle da. Also ich sehe wirklich ein Wasserzeichen. Und hier mit dem Erdzeichen, du weißt, es ist noch nicht, wie soll ich das sagen? Man muss noch daran arbeiten, aber es ist schon ziemlich solide, nehme ich wahr. Also es hat schon einen relativ festen Grund, was auch immer das ist. Entweder ist das eine Person oder ein Vorhaben von dir. Und ich habe das Gefühl, egal was du machen willst, es kann wirklich Früchte tragen. Sei das jetzt im finanziellen Bereich oder in der Liebe, muss ich dir ganz klar sagen, weil ich sehe hier extreme Balance auch zwischen Kopf und Herz, was ich zuerst nicht unbedingt gedacht habe, aber hier kommt es. Balance zwischen Kopf und Herz. Du lässt dich nicht ausnutzen. Du kannst zwischen gute und schlechte Menschen unterscheiden. Also im August vor allem. Wenn du jetzt Single bist und du warst schon länger nicht auf Dates, ist August eine gute Zeit, weil du kannst, du siehst schnell das wahre Gesicht, nehme ich wahr, eines Menschen. Du hast so den, du kannst so wie in den Menschen hineinschauen. Ritter der Kelche. Also August könnte wirklich jemand auf dich zukommen. Wasserenergie kann auch eine Liebesbotschaft sein. Über Gefühle reden nehme ich auch wahr. Wirklich, falls du in einer Beziehung bist, dass man da wirklich nochmals über die Wünsche redet, Gefühle redet. Und auch im beruflichen Bereich sehe ich auch, einige von euch werden das erste Mal ein bisschen Wertschätzung wahrnehmen. Muss jetzt nicht unbedingt vom Chef sein, das kann auch von einem Kunden sein. Irgendetwas Kleines, was euch aber extrem berührt. Natürlich jetzt nicht für alle. Entschuldigung, ich rede ein bisschen durcheinander. Ich bekomme so viel rein. Ich versuche ein bisschen beides abzudecken, Beruf und Liebe. Einfach, nimm einfach das, was dein Thema ist. Du wirst sofort spüren. Und das, wenn etwas nicht dein Thema ist, dann egal, dann lass es einfach. Aber hier kommt etwas, Ritter der Kelche. Ich habe auch das Gefühl, falls du auf der Suche bist, könnte ein Angebot kommen, etwas, was sich ein bisschen nervös macht innerlich. So ein bisschen kribbeln, nehme ich wahr. Aber schauen wir mal weiter. Ja, ja. Ui, die hohe Priesterin. Also, wenn hier wirklich jemand kommt mit einem Jobangebot, dann könnte es deine Erfüllung sein, lieber Steinbock. Oder deine Idee, das, was du im Kopf hast. An das, was du jetzt gleich gedacht hast, das ist es wahrscheinlich. Oder an diese Person, die du gleich gedacht hast, die ist es. Wirklich, hier sehe ich eine große Verbindung, entweder zum Hobby, beruflichen Bereich oder zu einer Person. Hier ist eine Verbindung. Und ich glaube, dir oder deinem Gegenüber, du kannst es so nehmen, wie es passt, wird im August bewusst, du bist die eine. Oder dir wird bewusst, das ist das, was ich machen möchte. Also wirklich aus dem Herzen heraus ist schön. Weil das hat man eigentlich selten, Kopf und so krass aus dem Herzen heraus. Das ist wirklich selten, weil meistens ist es entweder pures Herz, dann neigt man zu einer Illusion und Kopf neigt man zu Kaltblütigkeit. Also, aber hier ist wirklich gute Balance, weil hier mit der Empress, eben wie ich vorher schon gesagt habe, Schwangerschaft, etwas Neues, etwas fruchtet hier. Du bist in deiner Mitte. Also egal, was du angehst, im August großes Potenzial, muss ich dir ehrlich sagen. Und du strahlst das auch aus und du ziehst auch das an, lieber Steinbock. Du ziehst Erfolg an und du ziehst auch liebe Menschen an. Menschen, die dir gut tun. Ja, weil du ein altes Kapitel abgeschlossen hast. Du hast ein altes Kapitel abgeschlossen, du sagst dir, das will ich nicht mehr. Vielleicht sagst du auch, du willst nicht mehr so sein, wie du warst. Du willst jetzt endlich dieser Mensch sein, der du wirklich bist, nehme ich wahr, für irgendwer. Irgendwer hat das Gefühl, hat das Leben gelebt, was andere von einem erwartet haben. Das nehme ich wahr und das ist jetzt vorbei. Natürlich jetzt nicht für alle, nur für einige wird das zutreffen.
nehme ich ganz stark wahr, dass sie jetzt einen Schlussstrich macht, sagt, fertig, ich lebe so mein Leben, wie ich es will. Und vielleicht passt das halt nicht der Norm, aber das ist euch egal. Also wirklich schöne Energie. Schauen wir mal weiter rein. Was kommt sonst noch? Steinbock. Schön. 7 der Münzen. Es fruchtet. Ihr seht schon langsam das Resultat eurer Arbeit. Es ist noch nicht hundertprozentig da, aber ihr seht es langsam. Oder ihr merkt, dass sich das Ganze, was ihr gemacht habt, dass es sich lohnt. Ja. 4 der Stäbe. Wow. Also wirklich auch beziehungstechnisch könnte es eine Ebene höher, also weitergehen im August. Sehr gute Karten. Also auch für Anträge sehr gut. Zusammenziehen, etwas zusammen kaufen. Ja, machen wir so. Hatten wir auch. Genau. Ja, hier haben wir den Tower. Interessant. Da schauen wir mal. Bube der Münzen. Du weißt, es ist etwas Wertvolles oder dein Gegenüber weiß es. Es hat Potenzial. Aber es ist noch ein bisschen in den Kinderschuhen. Es ist noch nicht ganz hundertprozentig gefestigt. Aber schauen wir mal. 7 der Münzen. Es kommt langsam. Es fruchtet, blöd gesagt. Also wirklich, egal was du da angehst oder wenn du eine Person jetzt kennengelernt hast, kannst auf die nächste Ebene rübergehen. Sehe ich ganz stark für viele. Ja, weil du lässt das hier hinter dir. 3 der Schwerter. Das aus deiner Vergangenheit lässt du hinter dir. Nimm auch wahr, Betrug war da etwas für jemanden, natürlich nicht für alle. Schauen wir noch eine. Ja. Ich nehme auch stark wahr, für viele von euch war das immer so ein Balanceakt, das Ganze in der Vergangenheit. Und es war schwer zu managen und jetzt plötzlich geht es einfach. Und ihr wisst vielleicht selber nicht genau warum, es hat wie Klick gemacht, es geht einfach. Und vorher seid ihr wie über eure Füße gestolpert, nehme ich wahr. Weil hier, ihr baut etwas auf. Also egal, was es ist, was ihr hier aufbaut, ihr baut hier ein Fundament auf. Etwas Stabiles, etwas Langfristiges. Ihr arbeitet daran. Ich habe zwar das Gefühl, es ist noch nicht ganz, also es ist noch nicht fertig aufgebaut, aber es kommt. Ihr seid dran. Ja, uff. Große Chance. Große Chance für Liebe, Vollendung, Ass der Kelche. Große Chance, um wirklich etwas Solides aufzubauen, was auch halten kann. Und ich sage immer Chance, ob du sie ergreifst, lieber Steinbock. Das ist deine Entscheidung. Weil du weißt, jeder hat einen freien Willen. Da ist nichts in Stein gemeißelt. Nichts, nur du allein entscheidest, welchen Weg du gehst. Aber du hast eine Chance, etwas aufzubauen. Entweder beruflich, karrieretechnisch, oder in der Liebe. Aber hier kommt etwas. Königin der Schwerter und Tower. Vielleicht hast du es wirklich mit einem Luftzeichen zu tun. Und hier kommt irgendeine Nachricht, eine Botschaft, die dich vielleicht etwas aufwirbelt. Die kommt unerwartet im August. Etwas unerwartet kommt. Ich nehme war ein Gespräch vielleicht. Schauen wir mal, warum der Tower. Ja, ein Gespräch, du erfährst etwas, eine Wahrheit, sie wird etwas klar. Ja. Man hält an etwas fest. Man spricht darüber. Und dieses Gespräch, ich habe das Gefühl, hier kommt man, wird einem klar, dass man nicht ganz genau auf einen Nenner kommt. Wird es einem bewusst. Hier ist nicht unbedingt negativ gemeint. Ich denke immer, das ist eine Chance für reinen Tisch, damit man wirklich vorwärts schreiten kann. Oder man will ja nicht in einer Illusion vorwärts schreiten.
Schauen wir noch eine? Ja. Also hier wird wirklich gesprochen. Kann auch sein, dass plötzlich dein Gegenüber über die Zukunft sprechen möchte und das für dich unerwartet kommt. Oder etwas mit Finanzen hier. Weil Königin der Schwerter ist auch jemand, der sehr logisch bedacht ist. Kann auch sein, falls irgendein Drittproblem auftaucht oder in der Vergangenheit noch eine Drittperson da war, dass man darüber spricht, sehe ich auch. Falls hier irgendetwas noch war bezüglich Drittperson, Drittproblem, redet man darüber und das, da kommt schnell die Vergangenheit und die Gegenwart wieder und rüttelt das ein bisschen auf, habe ich das Gefühl. Aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass es schlimm ist. Ich glaube, das braucht es ehrlich gesagt. Weil erst durch das hier, durch diese Wahrheit, Klarheit, kann das Fundament auch wirklich richtig aufgebaut werden. Also hat man die Chance dann danach, das hinter sich zu lassen. Man braucht nochmals ein Gespräch, nehme ich wahr. Also viele brauchen noch ein Gespräch. Wenn ihr das Gefühl habt, es braucht keins, vielleicht euer Gegenüber braucht doch schon noch eins, habe ich das Gefühl. Aber schauen wir mal weiter. Was ist denn der Rat der Karten? Was ist der Rat der Karten für im August, lieber Steinbock? Aber sonst wirklich gute Karten. Wappnet euch einfach auf ein Gespräch. Wenn mal irgendetwas war in der Vergangenheit, jetzt nicht irgendwie unter den Teppich kehren, kann auch natürlich dein Gegenüber betreffen. Nimm es so, wie es passt. Kommt hier vielleicht noch etwas auf euch zu. Aber schauen wir weiter. Rat der Karten, bitte, Steinbock. Ja. Gespräche unbedingt angehen. Wenn etwas offen ist, etwas nicht klar ist, sei das Finanzen, Verträge, kann ich sagen, oder irgendein Verhalten komisch ist, geht von deinem Gegenüber, Gespräch suchen, vorwärts gehen, nicht in deinem Hamsterrad drin bleiben, vorwärts gehen, lieber Steinbock, unbedingt ansprechen. Das ist gut, das brauchst du. Jetzt ein blinder Fleck. Was ist dir nicht bewusst, lieber Steinbock? Was ist dir nicht bewusst? Huch, ein bisschen viel. Was ist dir nicht klar? Was ist dir nicht bewusst? Die kam ja rausgeschossen. Ja, da ist noch ein Drittproblem. Da ist noch was. Es ist noch schon wieder drei der Kelche. Da ist noch ein Drittproblem, habe ich das Gefühl. Nehmen wir noch eine. Und dir ist das noch nicht klar. Da ist noch etwas im Weg. Etwas muss noch bereinigt werden. Entweder bei dir oder bei deinem Gegenüber. Ja, weil erst danach könnt ihr eure Verbindung richtig, richtig aufbauen oder du kannst dein Ziel an dich binden. Was auch immer das ist, kann ja beruflich auch etwas sein. Drittproblem lösen, dann bekommst du etwas Langfristiges. Einfach nicht verdrängen, wenn du merkst, einfach Gespräche suchen. Ja, nehmen wir noch eine Orakelkarte. Ja, sehr interessant, lieber Steinbock. Aber im Monat August, guter Monat. Wirklich. Schauen wir mal. Ja, verlorener Kompass. Zur Ganzheit zurückfinden. Was habe ich gesagt? Vorher warst du im Straucheln, vielleicht stolpern, du musstest alles jonglieren. Und jetzt, August, hast du deinen Kompass wieder. Ganz schön. Also wirklich sehr gute Karten. So, mein lieber Steinbock, ich hoffe, dir hat das Reading gefallen. Lass doch ein Like da, abonniere meinen Kanal und bis zum nächsten Mal. Ciao.